Hallo und herzlich willkommen hier wieder Nico mit dem nächsten Part mit von Red. Wir haben letzten den ekelhaften, beziehungsweise die Schwester von dem fertig gemacht. Der war extrem lästig. Aber kein Problem, ich habe mich auch nicht aufgeregt. Und jetzt ist alles ein bisschen entschleift. Und somit ist der Zielgenerator, beziehungsweise die Umleitung von dies auch wieder auch wieder alles funktionstüchtig und wir können wieder in die Gebiete zurück, die vor extrem vereist waren. Wir werden ganz kurz was angucken. Reinziehen, schauen, ob ich da jetzt Story-mäßig rein muss oder ein Geheimnis finde. Gegen ein Geheimnis habe ich auch nichts, denn ich habe noch eine andere Theorie, wo ich weiterlaufen kann. Uns ist direkt etwas dafür. Yes. Ich liebe es. Inflicted Jumps und Screw Attack. Bin echt happy. Oh, gucken. Oh ja, ich will das. Ich brauch das. Vielleicht ein, zwei Kratzer. Yes. Das will ich mir jetzt mal reinziehen. Ja, ich komme gerade lang. Nee, da vergessen wir es. Das sieht echt schick aus. Ja. Ja. Machen wir das mal. Wir sind schon ganz nah unserem Schiff dran. Also ist er ganz oben. Das ist ja unser eigentliches Ziel. Aufs Schiff gehen und dann kommen. Wir haben natürlich noch einige Sachen zu erledigen, ne? Amy's platt machen. Dann hoffentlich kommt Ridley, der auch mal platt machen. Und ich will auch die Secret Item haben, wo man mehrere Parts von sammeln muss. Ich hoffe, das lohnt. Zwei Teile haben wir davon ja schon. Und ja, weiß ich gar nicht, wie vielen. So, Ringer. Ich hoffe, hier sollen sie lang. Ja, das sieht gut aus. Allein deswegen hat sich das jetzt schon gelohnt. Der Wind dreht. Daten werden hochgeladen. Okay. Samus, du hast das Abkühlen des Planeten verhindert und noch dazu die Screw Attack erhalten. Sie wird dir helfen, an zuvor unerreichbare Orte zu gelangen. Du bist zwar viel besser für den Kampf gewappnet als bei deiner Ankunft, aber du kannst es immer noch nicht mit Heldenbeat aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, gegen ihn zu gewinnen, ist derzeit äußerst gering. Ich bin auch den bösen Chozo, der uns ja anfangs so ein bisschen durchgenommen hat. Sieht das so aus, oder hat Samus extrem kurze Füße und... Na, okay, das
ist ein Problem für irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Ja. Ja, 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 ja. Ja, noch 10. Oh nein. Wie halt so unsexy. Hier näher. Ich wünschte, ich könnte richtig gleich irgendwas schießen. Ich habe es mal einfach gemacht, damit das alles einfach macht. Das. So, komm mal her. Komplett gekontert, ey. Nix kann er. So noch Geheimnisse sein. Aha. Powerbomb. Verstehe. Mehr noch? Wo würde uns jetzt hier vor grün? Hier weiter. Okay, also ab in den grünen Portal. Würde ich zum Gefühl mal sagen. Und ich laufe. Ich laufe weg von dem. Da oben los. Dann da. Möglich ist, wenn ein X Metroid-DNS berührt, dass er ein Metroid als Replikant erstellt. Theoretisch bist du nützlich, praktisch aber nicht, weil die ja die X hast. Also vom Metroid-DNA ist das ja eher natürlich der Fall. Gut, hey. Ist gut, hey. Kommt er durch. Endlich wieder durch. Na egal. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten wieder. Langsam. Jetzt schnell zurückspringen.
Nein. Geheimnis oder was? Speed Booster? Daneben. Aber jetzt weiß ich, was geht. Stoppen. Wieder daneben. Mehr Elite. Mich an und hört mich an. Gut, ich habe ihn jetzt auch nicht wirklich ernst genommen. Naja, da geht es ganz weiter, also müssen wir irgendwie bleiben dort.
Also ich fand mich schon so ein bisschen klein. So gut. Hat ihn nicht ausgereicht. Beschleunigt das eigentlich nur. Ja, jetzt verstehe ich. Ich erwarte immer noch ein kleines Geheimnis. Jetzt geht's zum Schiff. Ja. Fehlt aber noch die Powerbomb. Mehr Items fällt mir auch nicht ein. So, aber ich beende jetzt hier mal den Part. Wir stoßen, glaube ich, das letzte Gebiet vor. Und dann schauen wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über ein Abo freuen. Ciao!